Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen leider wieder bei. Viele von euch haben im letzten Video schon gesagt, boah, so ein Kackmotor, 2 Liter Biturbo, ein Weltwunder, dass das Ding so lange hält. Im letzten Video haben wir Zahnriemen gemacht und einen neuen Turbolader gesteckt. Danach konnte ich auch wirklich 20.000 Kilometer ohne Probleme fahren. Dann ging es los, dass ich auf dem Wasserbehälter auf einmal Druck hatte. Aber nicht so, wie man es eigentlich kennt, dass er überkocht und das Wasser rausdrückt, sondern der Motor hat einfach nur so einen Kühlwasserdruck aufgebaut, dass das Wasser im Behälter immer nach unten weggedrückt wurde. Lange Rede, was haben wir gemacht? Wir bzw. Patrick hat den Zylinderkopf getauscht. An der Stelle nochmal vielen Dank für Mechanics, die noch einen Zylinderkopf rumliegen hatten. Die haben wir dann eingeschickt. Wir haben den Motor rausgenommen, haben den Zylinderkopf draufgepackt. Ich hätte es euch gerne gezeigt, war allerdings wieder eine Nacht- und Nebel-Aktion. Deswegen konnten wir dort nicht einsteigen. Beim Abbau haben wir festgestellt, war die richtige Entscheidung, weil der Zylinderkopf hatte tatsächlich einen Riss. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Zylinderkopf hat so ungefähr 300.000 bis 350.000 Kilometer bei mir gesehen, hat dann einen Riss gehabt, hat auch auf allen Zylindern Rissen gehabt. Das heißt, über den Riss hat er Wasser gedrückt. So, Zylinderkopf getauscht, losgefahren, auf einmal exorbitanten Ölverbrauch. Ich finde es schwierig, mich bisher von diesem Motor zu trennen, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es über den Motor kommt, weil gerade in dem Moment, wo er so einen Wasserdruck gemacht hat, ich war auf das Auto angewiesen, habe ich noch meine Ölverbrauchsmessung gemacht und bin tatsächlich mit 1 Liter Öl, obwohl Druck auf dem Kühlwasser war, noch 5000 Kilometer gekommen. Ja, ich musste leider relativ lange mit dem Riss rumfahren, weil er hat einfach nur Druck aufgebaut, Wasser weggedrückt. Wenn du ihn dann abgestellt hast, ist das Wasser wieder hochgekommen. Und das halt einfach immer wieder hintereinander. So, Zylinderkopf getauscht. Jetzt verbraucht er, haltet euch fest, 1 Liter Öl auf 1000 Kilometer. Das heißt gefühlt, jedes Mal voll tanken, 1 Liter Öl hinterher. Sehr geil aus. Es ist Ferienzeit, es fliegen hier ein paar Flieger vorbei. Zurück zur Technik, was geht ab? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das Öl über den Turbolader verbraucht, weil der ist, wie gesagt, frisch. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er das Öl über den Zylinderkopf verbraucht, den wir drauf gesteckt haben, weil der auch noch nicht so viel runter hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das Öl über den Block drückt, weil wir hatten den Kopf ja gerade runter und konnten mal in die Laufbahn reingucken. Wir blenden mal ein paar Fotos ein, sowohl von dem Riss im Kopf als auch von der Laufbahn. Die sahen für die Laufleistung wirklich, wirklich gut aus. Das heißt, meine letzte Erklärung, wo dieser Ölverbrauch herkommt, ist eigentlich nur Kurbelgehäuseentlüftung. So, erstmal vorab, was ist die Kurbelgehäuseentlüftung? Auf Drehzahl, oh, ich sehe gerade, hier fehlt der Wasserdeckel. Also das ist zum Glück nur Wischwasser, aber ja. Ach so, mittlerweile übrigens über 470.000 Kilometer, ne? Möchte ich nochmal dazu sagen. Also, ja, ich kann mich einfach noch nicht von trennen. Wofür ist die Kurbelgehäuseentlüftung da? Relativ einfach, der Motor hat 4 Zylinder. Das heißt, 4 Kolben gehen die ganze Zeit hoch und runter. Auf der einen Seite habt ihr den Hubraum, also quasi den Ladungswechsel auf der Seite des Kolbens. Aber darunter, auf der anderen Seite, habt ihr ja theoretisch den Hubraum nochmal. Also Kolben geht runter, Kolben geht hoch. Das heißt, auch das Volumen darunter wird immer wieder komprimiert, auseinander, komprimiert, auseinander. Und das 4-mal. So, das heißt, zwangsweise entsteht dort ein Gasaustausch. Diesen Gasaustausch muss man irgendwie in den Griff bekommen. Den darf man nicht einfach nach draußen leiten. Deswegen gibt es eine Kurbelgehäuseentlüftung, welche diese Gase möglichst ohne Öl wieder in die Ansaugung schickt. So, jetzt filmen wir hier mal rein. Ich glaube, am besten von der Seite. Hier sieht man das am besten. Hier kommt ein Röhrchen raus, dieses schwarze. Das geht hier einfach nur an den Ventildeckel, also oben an den Zylinderkopf. Und hier geht es an die Ansaugung vor den Turbolader. Das heißt, wenn aus dem Motor ein Dampf, ein Gas kommt, dann wird es von dem Turbolader wieder abgesaugt und wird somit mit verbrannt. Weil einfach nach draußen leiten ist verboten. So, das heißt, diese Gase müssen von dem Motor wieder mit verbrannt werden. Jetzt ist die Frage, haben wir beim Zusammenbau vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Diese Ventildeckel in Motoren aus der Generation sind relativ aufwendig. Das heißt, das ist ein geschlossenes Teil. Ich kenne es daher bei dem Auto von meiner Frau, RSQ3, hatten wir nämlich das gleiche Problem auch schon mal. Da drin ist eine Membran.
Das heißt, das ist nicht nur ein Ventilikel mit einem Ausgang und irgendwie einem Blech davor und die Gase gehen einfach raus, sondern da ist richtig ein Mehrkammersystem mit Membranen, welches nur in gewissen Zuständen, ich kann euch gar nicht sagen, in welchen Zuständen, aufgehen. Das heißt, es gibt gewisse Zustände, wo der Motor einfach geschlossen ist, also wo kein Druck entweichen darf. Und da gibt es andere Zustände, teilweise sogar über ein elektrisches Ventil geregelt, wo der Motor wiederum absaugen darf. Meine Vermutung ist, dass bedingt dadurch, dass Patrick diese Teile auch in der Teilewäsche hatte, da vielleicht die Membran kaputt ist. Und in diesem Video heute klären wir, kann die kaputt gehen, ist sie kaputt, können wir es irgendwie wieder retten oder ist das Ding einfach nur Fritten und wir brauchen einen neuen Motor. Oder geht das Ding in der Presse und ich kaufe einen neuen Bus. So. Na, Ferienzeit, nächste Flieger kommt. Witzig ist, ihr werdet das jetzt bestimmt im Video übelst merken. Ich als Langenhagener, als Hannoveraner höre es noch nicht mal. Also wirklich, man gewöhnt sich da einfach dran. Lange Rede, 1000 Kilometer mit einem Liter Öl ist natürlich nicht akzeptabel, ist viel zu viel. Geht auch am Ende ins Portemonnaie, weil ein Liter Öl mit jedem Mal tanken ist halt schon wirklich heavy. Ich kann aber dazu sagen, er verbraucht das Öl nur, wenn ich wirklich Volllast fahre. Wenn ich hier so ein bisschen durch die Stadt dümpel und so weiter, verbraucht das Öl nicht. Das heißt, als allererstes, damit wir ein bisschen schlauer werden, würde ich vorschlagen, wir basteln uns mal was, damit wir den Kurbelwellengehäusedruck messen können. Leider habe ich keinen Referenzwert, was bei diesem Motor normal ist. Sollten wir den in der Zwischenzeit bekommen, blenden wir den jetzt genau mal hier ein. Aktuell kann ich mir es nur herleiten, dass ich es einfach nicht weiß. Wie können wir jetzt hier den Druck messen? Dazu muss man irgendwo an den Kurbelwellenraum gehen. Das heißt ZB oben an die Ölwanne, irgendwie in den Ventildeckel rein. Oder. Am einfachsten ist es, war wieder so eine Idee, die ich gestern beim Einschlafen hatte. Wir gehen einfach an den Öldeckel. So, der Öldeckel ist zwangsweise mit dem Kurbelraum verbunden, weil wenn ihr hier Öl reinkippt, soll es ja irgendwie unten in der Ölwanne ankommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ins Lager, suchen uns eine Ladedruckanzeige, suchen uns irgendwie ein Fitting und bauen uns mal was, dass wir den Kurbelwellengehäusedruck hier messen können. Anschließend fahren wir mal auf Autobahn und messen mal, ob wir überhaupt was messen können. Dann gucken wir uns mal die Ansaugung an. Ich habe schon mal einmal reingeguckt und habe natürlich schon gesehen, dass das Ganze voll mit Öl steht. Das heißt, anschließend werden wir mal ein bisschen experimentieren, zum Beispiel mit einer offenen Entlüftung, dass das Öl gar nicht erst wieder angesaugt wird und verbrannt wird, sondern einfach extern rausgefiltert wird. Und so kämpfen wir uns mal durch und ich denke, vermute, dass wir am Ende wahrscheinlich auch den Ventilgel tauschen. Da habe ich allerdings so gar keinen Bock drauf, weil ich sehe hier schon, dass dafür die Injektoren raus müssen. Das heißt, da können wir auf jeden Fall einmal Patrick anrufen, der soll mal vorbeikommen, weil er hat das ja gerade erst gemacht. Dann kann er sich nochmal machen, bevor ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. Ne? Weil das ist so ein typischer Motor, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich hatte bisher relativ wenig Berührungspunkte und bin ehrlich gesagt recht happy. Aber der Motor läuft einfach so schön. Der klappert nicht, der stinkt nicht, der qualmt nicht, der hat Leistung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der jetzt die Grätsche macht und Öl verbraucht. Also, dass er jetzt über den Block auf einmal Öl verbraucht. Aber er hat vor dem Zylinderkopftausch definitiv nur im normalen Rahmen Öl verbraucht, bei der gleichen Fahrweise. Deswegen lasst uns mal gemeinsam hier in die Lüftung angucken und lasst uns gemeinsam mal eine Lösung finden. Aber erstmal ab ins Lager und was basteln. Gesagt, getan, das gute Alos-Repertoire gibt immer was her. Wir nehmen uns den Öldeckel. Wir nehmen uns eigentlich eine Ladedruckanzeige. Ganz wichtig ist, diese Ladedruckanzeige hat allerdings auch einen Negativbereich. Das heißt, wir können auch einen Unterdruckbereich messen. Und wie ich schon eben erwähnt hatte, ist die einfachste Variante, ich hoffe, das geht jetzt. Wir bohren einfach durch den Öldeckel durch und kleben am Ende hier das Fitting rein. So. Und schon haben wir, ich sag jetzt mal, Kurbelwellengehäusedruck auf dieser Anzeige. So, da brauchen wir uns jetzt auch nicht sonderlich Mühe geben. Pass auf, ich fange sogar mal von der Seite hier an. Die guten Küchen arbeiten. Das ist echt jugendforscht. Keine Ahnung, warum wir das gerade in der Küche machen. Ich glaube, es war der kürzeste Weg zwischen Lager und Nikos Arbeitsplatz. So, hier mal jetzt Durchgang. Der kommt da jetzt rein. Guck, siehst du, eigentlich brauchen wir ihn ehrlich gesagt noch nicht mal einkleben, weil der frisst sich. Das ist immer das Geile an diesen konischen MPT-Gewinden. Die beißen sich da schön rein. Bevor irgendwelche Reste in den Motor reinfallen, ich gehe einmal kurz an die Ausgaspistole. Gleich wieder. So. Das sieht schon mal gut aus. Trotzdem zur Sicherheit nutzen wir Mikes Loctite Allzweckwaffe, den 3090. Bester Kleber, ist so ein 2-Komponenten-Sekundenkleber.
Ganz wichtig ist immer einfach nur auf jeden Fall einmal das Mischrohr komplett leer drücken. Dann kann man sich auch sicher sein, dass das gut durchgemischt ist. Und jetzt ist das eine ganz einfache Sache. Einfach ein bisschen auftragen. Viel hilft viel. Mike würde in dem Moment wieder ausrasten. Aber für unseren hochwirtschaftlichen Versuch hier. Ich glaube, nach Lehrbuch ist hier eh gar nichts mehr. Ja, aber es sind genau die... Oh, Alter, wie geil das greift, ne? Das sehe ich doch so schon in Serie gehen hier. Guck, wie ich das anziehen kann. Zack! So, kurz aushärten lassen. Öldeckel drauf, Anzeige in den Innenraum und ab auf den Bahn. Öldeckel drauf, Anzeige in den Innenraum. So einfach ist Tennis. Hierüber können wir jetzt den Druck im ganzen Motor messen. Ich würde sagen, ab auf die Bahn. Mal gucken, was auf Anzeige steht. Los geht's. Ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet. Leider haben wir wirklich gar keinen Referenzwert. Was jetzt vorher war, was nachher ist, wie auch immer. Fakt ist, das Ding verbraucht Öl und wir müssen gucken, was in der Entlüftung los ist. Aber wirklich einfache Nummer, habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Einfach mal über den Öldeckel einfach den Gehäusedruck zu messen. Jetzt hier so beim Rumrollen zeigt die Anzeige einfach nur gar nichts. Also es gibt manche Autos, die ziehen tatsächlich auf den Öldeckel unter Druck. Das ist natürlich nicht bei einem Diesel der Fall, sondern eher bei einem Benziner der Fall. Deswegen würde ich sagen, wir müssen auf der Autobahn und müssen mal richtig Last und richtig Drehzahl auf dem Motor und gucken mal, was dann passiert. Und Feuer frei. Ja, bei dem Ölverbrauch mit dem Auto ist es halt einfach so, er raucht nicht, er qualmt nicht, er riecht nicht, er verbraucht nur Öl. Und mit einem Liter auf 1000 halt auch echt nicht wenig. Gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert. Also das Ganze war jetzt gerade nicht unausschlussreich, es war jetzt aber auch nicht so aufschlussreich, weil wir können jetzt sagen, er zieht auf jeden Fall schon mal keinen Unterdruck, hat immerhin null. Sobald ich Gas gebe mit steigender Drehzahl, geht der Druck höher, was ein Zeichen für Kolbenringe ist. Einfach deswegen, weil mit steigender Drehzahl natürlich der Gasaustausch im Motor mehr wird, also der Kolben geht öfter hoch und runter, somit ist einfach mehr Volumenbewegung unten im Block. Aber es deutet für mich auch so ein bisschen auf Ventildeckel hin, weil wenn diese Entlüftung jetzt gerade einfach nur offen ist und dazu der Turbolader mit seiner Luft gerade über diesen Venturi-Effekt auch noch Luft absaugt aus dem Ventildeckel, dann kann der Motor auch gar keinen Druck aufbauen. Das heißt, alles, was aus dem Deckel rauskommt, wird in den Turbolader wieder reingesaugt, so wie man es auch an der Lüftung gesehen hat. Wir fahren mal in eine Firma und bauen uns eine offene Lüftung und machen das Gleiche nochmal, aber mit einem schönen Catch-Tank dazwischen. Das heißt, wir sehen einfach, was aus dem Motor rauskommt. Der Vorteil an einem Tuning-Shop ist, man nimmt ein paar Reste und eine Flasche und baut sich eine offene Lüftung. So, dieses Rohr verbindet den Ventildeckel mit der Ansaugung. Unser Ölverbrauch kommt daher, vermute ich, dass der Motor über die Ansaugung das Öl ansaugt. Damit wir das jetzt ein bisschen eingrenzen können, machen wir Folgendes. Wir sehen einfach zu, dass der Motor dort einfach gar nicht mehr ansaugen kann. Jetzt könnten wir natürlich einfach beide Seiten verschließen, dann wäre es komplett zu. Dann haben wir allerdings das Risiko, dass der Motor tierisch anfängt, Öl zu verbrauchen, also Öl zu drücken. Jetzt nicht drücken im Sinne von, dass er es verbraucht, sondern dass auf einmal zum Beispiel Dichtringe rausploppen, weil einfach der Motor zu viel Druck macht. Deswegen machen wir jetzt erstmal nach unserer ersten Messung eben den zweiten Step. Wir machen die Entlüftung einfach nur auf. Das heißt, jegliche Gase aus dem Motor gehen durch diesen Schlauch in diese handelsübliche Apfelsaftflasche. Und nach ein paar Kilometer Autobahn können wir einfach reingucken, wie viel da drin ist. Wichtig ist natürlich, man muss die Gegenseite verschließen, sonst würde er jetzt die ganze Zeit hier Falschluft ziehen.
Das heißt, in unsere Ansaugung stecken wir hier diesen Pinökel einfach rein. Da dort kein Überdruck ist, ist das so auch kein Problem. Den können wir einfach reinstecken. Jetzt habe ich hier einfach nur ein Rohr genommen plus einen Schlauch. Den schieben wir hier jetzt einfach nur hinter, hoffe ich. Das sieht aus, Alter. Ja, stillgelegt werden hier nach auf Autobahn. Zack. Ja. Hier unten stecke ich gleich irgendwo die Flasche hin. Und den hier stecken wir jetzt hier einfach drauf. Da das Ganze schön ölig ist, wird das hoffentlich auch gehen. Ich sehe das Ding ja schon für immer drin bleiben irgendwie. So, jetzt können wir hier einfach. Achso, ja, das hier ist einfach nur ein Alubogen, den ich noch hatte. Den stecken wir jetzt einfach nur in diese Flasche hier rein. Und dann kloppen wir das Ganze hier irgendwie unten. Einfach nur rein. Das sieht für mich aus wie so eine krampfhafte Lebenserhaltungsmaßnahme irgendwie. Ja, ich sehe uns irgendwie auf dem Roadtrip am Arsch der Welt. Wir müssen nach Hause kommen und macht das Ganze so. Nein, manchmal ist es beim Autoschrauben einfach so. Man kann jetzt natürlich den ganzen Motor durchtauschen oder man weiß sich selber zu helfen und testet einfach ein paar Sachen durch. Wir fahren jetzt auf Autobahn, Vollgas und gucken mal, was die Anzeige zeigt. Wir wollen jetzt einfach nur gucken, ob sich was verändert hat. Was passiert unter Volllast auf der Bahn? Haben wir überhaupt irgendeinen Ausschlag auf der Anzeige? Und dann werde ich so 30, 50 Kilometer Vollgas fahren und dann gucken wir, was in der niegelnagelneuen Flasche an Öl drin ist. Danach entscheiden wir, wie geht's weiter. So, was sagt die Anzeige hier gerade beim Rumrollen? Null, ne? Also genau, die zappelt hier bei Null gerade. Ja, ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwie solardruckmäßig irgendwie Gas gehen und gucken, ob irgendwas passiert. Ehrlich gesagt geht das sogar gar nicht. Also das heißt, wir können einfach nur rollen und gleich auf der Autobahn einmal durchziehen. Ich habe echt die Hoffnung, dass der Ölverbrauch jetzt so auf jeden Fall weniger wird, weil das war schon wirklich echt krass viel Öl in der Ansaugung. Muss man einfach so sagen. Das war so rußig und so verpegt, das ist definitiv nicht normal. Ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass ich es im Spritverbrauch ein bisschen gemerkt habe. Jeder würde jetzt denken, mehr Ölverbrauch gleich mehr Spritverbrauch, ist beim Diesel aber eigentlich genau andersrum. Wenn der Motor schon ein Öl mitverbraucht, zieht er auch aus dem Öl seinen Brennwert, seinen Energiewert und verbraucht sogar weniger. Und ich fand auf einmal, dass der Bus die letzten Kilometer echt wenig verbraucht hat. Wenig, in Anführungsstrichen. Also von der Theorie her, bin ich ganz ehrlich, müsste die Anzeige gleich einfach nur Null anzeigen. Weil die Ansaugung ist jetzt komplett offen. Das heißt, sobald er probiert, also nicht die Ansaugung, sondern die Entlüftung. Das heißt, sobald er irgendwie gleich probiert, einen Druck im Kurbelraum aufzubauen, kann er gar nicht, weil es geht ja einfach durch den Schlauch in die Flasche. Das heißt, ich wüsste nicht, wie da gleich irgendwie nur im Ansatz ein Druck entstehen soll. So, dann geben wir mal ein bisschen Last auf den Koffer hier. Aber was ich auf der Anzeige tatsächlich von hier sofort sehe, ist, die Nadel geht jetzt bis zum ersten Strich. Also wir haben nicht mehr ein PSI, sondern wir haben eher zwei PSI Überdruck. Was ich einfach krass finde, weil ich hätte niemals gedacht, dass man über eine offene Entlüftung überhaupt noch einen Druck aufbauen kann. Na, warte, wir geben hier mal ein bisschen Drehzahl her. 4000, 4500. Ja, es ist weiterhin so, mit steigender Drehzahl wird der Druck mehr. Sorry für die Geräusche, wir müssen das Fenster leider ein bisschen auflassen. Aber ich denke mal, mit dem Rekord das Maximum, was ich auf der Anzeige gerade sehen konnte, waren 2 PSI. Das heißt immerhin doppelt so viel wie mit normaler Ansaugung. Das heißt, nach Adam Riese ist es tatsächlich so, dass die Luftmasse, die der Turbolader ansaugt, dafür sorgt, dass auch gleichzeitig mit angeschlossener Kurbelgehäuseentlüftung Luft aus dem Motor rausgesaugt wird. Mache ich diese Entlüftung auf in den Catchtank? Können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Druck hoch geht, weil der Motor nichts mehr wegsaugt. Jetzt ist die große Frage, soll der Druck so hoch sein? Soll er vielleicht noch höher sein? Soll die Ansaugung verschlossen sein? Eigentlich müssten wir hammerhart doch mal einen Stopfen auf die Ansaugung drücken und sie komplett verschließen. Aber ich würde sagen, wir wollen ja schon gucken, was ölverbrauchstechnisch so geht. Wir werden jetzt mal ein paar Kilometer Vollgas noch fahren, Winde jetzt hier einmal, und dann zurück zur Firma und wir gucken mal, was ölverbrauchstechnisch so geht. Weiter geht's. Patrick ist am Start, der Mann, der letztes Mal das Fahrzeug heile gemacht hat. Wir haben am Anfang des Videos schon ein bisschen die Lions-Geschichte erzählt mit Kühlwasserdruck, mit Kopf getauscht, dass der Block eigentlich noch ganz gut aussah, dass wir jetzt einfach einen gebrauchten Kopf drauf gesteckt haben und dass wir jetzt der Meinung sind, dass dieses Teil hier eventuell kaputt ist. So. Hier kann ich euch jetzt einmal überhaupt diesen Ventildeckel zeigen. Also das Ding ist ein ziemliches Gerät.
Hier ist die Entlüftung. Die ging jetzt gerade raus zum Turbolader, wo wir unsere Flasche zwischengepackt haben. Und ihr seht, das Ganze ist am Ende geschlossen und nur diese beiden Ventile verbinden quasi diesen Kurbelwellenraum mit dem Ausgang. Dazwischen ist hier noch mal irgendeine Membran, irgendein Ventil, wie auch immer. Und relativ schnell sieht man, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal reinpuste, geht da nichts. Meine Lunge macht allerdings auch nur 0,1 Bar ungefähr. Damit kriege ich es aber auf jeden Fall nicht aufgepustet. Gehe ich jetzt allerdings hier auf die Entlüftung und sauge, ist es auf. Ich bin der Meinung, Patrick, dass diese 0,14 Bar ungefähr, waren übrigens 0,14 Bar, haben wir nochmal nachgerechnet, dass es ziemlich wenig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Diesel mehr hat, gerade mit der hohen Laufleistung. Das werden wir danach sehen, ne? Hattest du geguckt, gibt es, wir haben am Anfang nee, habe ich vorhin zu Hause nochmal nachgeguckt. Findet man nichts. Also ich hätte jetzt so gedacht, 0,3, 0,5 könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, weil 0,3, 0,5 werden die ganzen Dichtringe ohne Probleme noch können und man hat halt eben nicht so dieses Ölgespucke nach draußen, ne? Hältst du es für möglich, dass der kaputt ist? Ich kann mich an eine Situation erinnern, vor weit über 10 Jahren, da hatten wir die Motoren regelmäßig im Nutzfahrzeugzentrum gewechselt. Alles Notarztwagen, die gleich Kaltkette kriegen. Ne? Was soll das heißen? Also so wie du fährst quasi. Und da hatte die Garantieabteilung gesagt, wir sollen wegen Ölverbrauch mal den Ventildeckel wechseln. Wäre jetzt natürlich auch hammerhart, wenn diese ganzen Motoren, die immer gebraucht, tauscht werden wegen Ölverbrauch. Da haben wir direkt gesagt, das ist ein Notarztwagen. Und haben die gesagt, komm, Wechselmotor. Einfach neuen rein, ne? Okay. Aber ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Aber krasses Plastikteil. Kostet auch um die 2 Euro. Also ist auch kein Geschenk so ein Ding, ne? Schon. Oh, geht. geht. Aber als wir den Kopf getauscht haben, war nicht so ein genereller Reparaturhinweis, dass man das Ding immer tauschen soll, ne? Nee. Das nicht, ne? Was müssen wir alles machen, um den jetzt hier rauszukriegen? Also es freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist und das schnell machst. Geht das schnell oder ist das eher? Ich denke mal so 1,5-2 Stunden. Also weil es ein Biturbo ist. Und weil er in dem Moment heiß ist. Hier ist der, warte, ich hole das mal. Das Teil noch drauf. Das hast du bei den ganz normalen Monoturbos hast du das ja nicht. Mhm. Das kommt von den beiden Turboladern. Mhm. Hier ist die Klappe drin. Und dann bist du eigentlich schon so gut wie dran, würde ich sagen. Drosselklappe und so kann dranbleiben oder muss ab? Das müsste dranbleiben können. Klar, wäre es einfacher, wenn ich sie abmache. Sind auch bloß 3 Schrauben und ein Stecker. Aber ich sehe hier die Injektoren, die müssen raus. Ja, ja. Also die haben eine Brücke, das sieht man gleich. Ich leg das erstmal alles frei. Der Vorteil bei Patrick ist, der hat ein Herz für originale Spezialwerkzeuge. Um nicht zu sagen, dass du eigentlich mittlerweile fast alles so hast, was es für Busse und VR6 und so weiter gibt. Ne? 1,8T, VR6 und halt die ganzen Tiddies, alles was so ab 1,9er habe ich alles. Und das ist die Spezialnuss dafür, dass man, also hier geht die Hochdruckleitung. Hier könnte man es gut zeigen. Man kann quasi hier dran vorbei und dann kann man drehen. Ah, ja. Aber krass, wie die Leitung auch schon aussieht, ne? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei starker Korrosion soll man sie ersetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Druck drauf ist, aber ich glaube so 80 Bar, 100 Bar, 200 Bar? Nein, eher so 800. 800? Ich glaube, Commodore macht 800. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, müsste man jetzt nochmal nachlesen. Krass. Ja, bei 800 wäre schon heavy, ne? Bei 800 Bar, das ist natürlich... Ich meine, bei Diesel ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie undicht werden wie beim Benziner, aber ist halt trotzdem nicht schön. Ne? Ja, okay. Nee. Und jetzt müssen Injektoren raus, weil die sind durch den Ventilwinkel gesteckt. Genau. Mhm. Und da drüber ist eine Brücke. Ich weiß, normalerweise würde jeder sofort sagen, boah, Injektoren raus. Das sind immer diese Videos, die man bei Instagram kennt, wo sie gefühlt so mit so einem riesen Hammer mit 3 Leuten drauf. Das ist hier richtig gut, weil bei den Motoren sitzen die komplett im Öl. Mhm. Und das Einzige, was draußen ist, ist die Halteklammer. Und das, was man so kennt, das sind die Injektoren, die halt komplett draußen sind. Wo eher dann so Kühlwasser und normales Wasser reinläuft und ein bisschen Dreck und ein bisschen Kalk. Und dann frisst das so richtig fest. Und sie waren ja auch gerade erst raus. Wobei gerade raus haben wir eben gerade festgestellt, der Kopftausch ist schon wieder über 10.000 Kilometer her. Ne? Das ist eigentlich immer der Wahnsinn. Eigentlich witzig, wenn er danach mehr Druck macht, hat das was gebracht. Ist so schwierig zu erklären, ne? Aber dadurch, dass der Ventildeckel dann zuhält, wäre das der Moment, wo es definitiv immerhin schon mal defekt war und er mehr Druck machen kann. Aber tendenziell schraubst du die Busse eigentlich gerne, ne? Eigentlich sehr gerne. Ich habe bloß wenig Zeit dafür. Weil es gibt ja entweder Bus lieben oder Bus hassen. Genau. Weil viele gucken da wirklich rein und sagen, Alter, für kein Geld der Welt will ich da dran jetzt schrauben. Aber bei dir sieht das immer so aus, als wenn dir das richtig Spaß macht. Ich habe jetzt mit einem Kollegen geredet, der hat einen T4. Ja, hätte ich mehr Zeit, hätte ich da echt Bock drauf, ne?
Ja, vorhin hast du mittlerweile an dem Bus hier auch echt schon nicht wenig herumgeschaut, muss man mal so sagen. Aber andererseits auch, ich würde mal behaupten, nee, soll ich dir sagen, wann der das erste Mal bei dir auf der Bühne war? Da hat zwei Rollader gewechselt haben. Da hat er 100 Piep 1000 Kilometer gehabt. Ja. Eigentlich schon witzig, ne? 350.000 Kilometer später. Das ist über 3 Jahre her. Nee, ist viel, viel länger. Also eher so 5 Jahre, würde ich denken. Kann auch sein. So, der Schlauch, ich hab mal. Der so hab, ja. Da kannst du den Clipheber holen aus dem Wagen. Der geht ganz gut dafür. Gut, dass Patrick die Sonic-Wagen auswendig kennt. Oberste Schublade, rechts. Und da bin ich letztens bei einem Bus nicht rangekommen, da unten. Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe jetzt diese Nuss. Aber bräuchte man das auch theoretisch oder kann man es auch irgendwie anders lösen? Einfach? Du kannst es auch irgendwie, wenn du rankommst, aber du kommst halt im eingebauten Zustand nicht ran. Also nicht gut. Du kannst es auch mit Mauerschlüssel lösen. Festziehen ist natürlich blöd, wenn man es nach Drehmomentvorgaben machen will. Das ist halt immer das größte Problem. Selbst wenn man rankommt, kann man natürlich mit Mauerschlüssel so festziehen. Aber wenn du, keine Ahnung, was kriegt so eine Schraube? 30 Newtonmeter? In dem Fall 30, ja. War jetzt gerade wirklich geraten. Das geht natürlich logischerweise nur mit Drehmomentschlüssel immer. Und Drehmoment, also es gibt zwar Drehmomentschlüssel mit Gabel, wie einen normalen Mauerschlüssel, aber ja. So, jetzt haben wir alles freigelegt soweit. Jetzt sieht man hier die Brücke. Diese Schraube hält Zylinder 1 und 2 fest. Und diese Schraube hält den Injektor von Zylinder 3 und 4 fest. Falls ihr sowas mal selber machen wollt, die Nummern sollten nicht vertauscht werden. Und man sieht, dass du dabei warst, weil du schon überall wieder Farbe drauf gemacht hast. Genau. Aber die Brücke sieht so neu aus. Die gammeln nicht. Krass, guck dir mal an die, ne? Verhältnismäßig. Die sind alt. Guck mal, die hat 470.000 Kilometer runter, die Schraube ist neu und sieht trotzdem gleich aus. Das ist auch wieder Spezial VW-Werkzeug, ja? Das ist VW-Werkzeug, ja. Das ist allerdings unten ein Adapter. Habe ich mir ursprünglich mal gekauft, weil ich ja selber Pumpe-Düse fahre. Der Pumpe-Düse-Adapter ist halt nicht so einfach wie das Ding mit nur 2 Gewinden und fertig. Und der kostet original nicht viel. Mit ein paar Adaptern dran kostet das Ding 55 Euro. Da setze ich mich hin und baue mir die Adapter neu. Ja. Irgendwie fall die aus ein Stück. Aber krass, die gehen ja wirklich easy raus. Also. Ja, die könntest du jetzt wahrscheinlich auch irgendwie anders rausziehen oder raushebeln. Aber sag mal so, wenn ich das Werkzeug habe, mache ich es richtig. Ne? Und ist auch am schonendsten definitiv so. Ja. Das sieht auch irgendwie satisfying aus. Wir blenden mal best of, was wir bei Instagram kurz finden, wie das auch aussehen kann. Ich habe da schon Dinger gesehen. Wirklich. Wie hast du das jetzt gerade gemacht? Andersrum. Geht der hier rein. Normalerweise sitzt er hier oben. Ein bisschen länger. Okay, verstehe. Jetzt ein bisschen gekürzt. Nämlich auch, wenn ich Riemenscheiben nicht runterkriege. So zum. So. Ja, ist ja ursprünglich gerade vom Ausbeul, ne? Da nimmt man das ja eigentlich immer gerne. Genau. Und beim T4, die Riemenscheibe unten von der Kurbelwelle, die geht auch immer scheiße ab. Ja, wird mal kurz laut. Also, erster Versuch. Ventildeckel ist runter. Mal gucken, ob wir hier. Schmeckt's? Mm. 5W30 Diesel. Nein, ich hab's bestgehend sauber gemacht. Sehe ich einigermaßen vernünftig aus oder komplett schwarz im Gesicht? Ein bisschen hast du schwarze Lippen, schwarze Zähne. Das ist runtergeschluckt. Ja. Aber ich hätte gedacht, es schmeckt ekliger. Also, ihr seht ja, ich hab's ja schon sauber gemacht hier, ne? Ja, also ich kann ehrlich gesagt auch nicht durchpusten. Durch den. Jetzt kann ich mal hier auf der anderen Seite versuchen. Aber da muss ich auch erstmal einmal für sauber machen. Das ist genauso wie. Also, da merkt man mehr. So, jetzt muss ich das am Mund spülen. Also auf den ersten Metern können wir jetzt ehrlich gesagt keinen Defekt feststellen. Ich hatte die Hoffnung, dass man hier einfach durchpusten kann. Geht aber auch nicht. Egal, jetzt müssen wir trotzdem anderen einbauen. Also der Deckel ist gewechselt. Das sieht gleich aus wie ein neuer Motor. 5 PS mehr. Durch Deckel. Dann können die Injektoren, da sind Dichtringe dran. Einmal hier und unten ein Kupferdichtring. Die macht man natürlich immer neu. Hier oben ist auch ein kleiner Dichtring. Und dann diese Rücklaufleitung. Unten mache ich immer an dem Kupferdichtring immer ein bisschen Fett dran, dann fallen die nicht runter beim Ansetzen. Ein kleiner Sahara-Trick. Hast du gemerkt, ne? Die alten Sahara-Tricks. Wir wollten auch immer mal eine Best-of machen. Klack, klack. Wie einfach die da reingehen. Haben die irgendwie einen Verschleißintervall? So Injektoren? Oder? Weil man hört ja immer wieder, dass die außerhalb der Werte sind. Ja gut, ich würde die zum Checken geben, ne? Aber was heißt, wenn so ein Injektor verschlissen ist, geht da zu wenig raus oder das Spritzbild der kann auch, ist? Der kann auch nachtropfen, dann hast du natürlich Motorschaden. Ne? Nachtropfen heißt, dass Einspritzzeit ist vorbei
Und er pisst trotzdem immer noch genau, da ist zu, ist aber gar nicht zu. Mhm. Also er sollte zu sein, ist aber nicht zu. Mhm. Und das ist beim Diesel problematisch, weil beim Diesel ist mehr Sprit gleich wärmere Verbrennung gegenüber dem Benziner. Genau umgekehrt. Das heißt, wenn der fetter verbrennt, hast du am Ende mehr Temperatur. Vielleicht ist das das Problem, dass er dann quasi noch mehr Sprit kriegt und in dem Moment natürlich auf dem Zylinder heißer läuft. Also ich habe zwei T4s gemacht, beide aus dem gleichen Erstbesitz mit um die 300.000 auf der Uhr. Die haben alle oberhalb der Kolbenringe die Kolben oben geklemmt. Mhm. Die hatten kein Schadensbild, also wir haben nur die Kopfdichtung mitgemacht, weil sie leicht undicht war. Sonst hätte man das nicht mitgekriegt, aber die hatten beide den gleichen Schaden. Auch wegen Tropfen. Und da waren die Düsen zum Regenerieren und da sagten sie, die Düsen sind nicht mehr gut. Aber das passt ja dazu, weil das heißt ja, wenn er danach tropft, wird er in dem Moment heißer. Genau. Und dann klemmt er um. Mhm. Ja, okay. Also, zusammenbauen, VCDS ran, entlüften und hoffen, dass er anspringt. Achso, nee, als allererstes, bevor wir gucken, ich guck mal auf die Uhr. Ja, Tatsache, 2 Stunden hast du gebraucht, ne? Ja gut, wir haben ein bisschen gequatscht und aufgeräumt, ne? Geht dann am Ende doch immer schneller, als man denkt. Vorgabezeit ist es wahrscheinlich nicht. Läuft für den Uhrwerk. Auf die nächsten 4,70. Ja. Ich finde auch nach wie vor, dass der von mechanischen Geräuschen ja auch noch relativ leise ist. Für die Kilometer ist er sehr leise. Ja. Also für einen Diesel und so, weißt du? Also ich glaube, wenn du ein neues Auto nimmst, ist er auch nicht leiser, oder nicht? Jetzt mache ich unser höchst professionelles Messgerät wieder dran und dann fahren wir mal auf die Bahn und gucken mal, was er drucktechnisch so anzeigt. Und einmal müssen wir Öl checken noch. So, los geht's. Ich gucke mal auf die Anzeige. Da sind wir so zwischen 0 und dem ersten Stich. Das ist genau so, wie wir auch hatten mit, also wir haben ja 2 Sachen schon gemessen. Das war einmal, wie Serie war. Da waren wir auch genau zwischen 0 und dem ersten Strich. Das waren dann so 1 PSI. Und wir waren einmal zwischen, dann haben wir die Ansaugung offen gemacht. Die Ansaugung, die Entlüftung. Das heißt, da war die Flasche zwischen und er hat es nicht abgesaugt. Und da haben wir ein bisschen mehr Druck hinbekommen. So, das heißt jetzt aber zur Sekunde definitiv, dass der Deckeltausch nichts gebracht hat. Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir jetzt eher so beim 2., 3. oder 4. Strich sind. Da war aber gar nicht dran zu denken gerade, keine Chance. Nee. Das war definitiv. Ja, nur. Ah, schade Schokolade. Aber so ist das manchmal. Manchmal tauscht man auch Sachen, die nichts bringen. Die 200 Euro waren für die Katze. Ihr könnt ja auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es ist. Also nochmal zusammenfassend die Geschichte. Klar, der AT-Motor hat jetzt mittlerweile 350 runter. Wir haben einen unrevidierten, gebrauchten Kopf mit wenig gelaufen draufgesteckt. Wenig gelaufen heißt, glaube ich, so 60.000 und auf einmal ist der Ölverbrauch da. Kann ein Ölverbrauch von einem guten Liter auf 1.000 über die Schaftdichtung kommen? Das wäre noch eine Variante. Oder war es einfach nur Pech und der Ölverbrauch kommt jetzt über den Block, weil der Block einfach platt ist? Das hat sich genau überschnitten. Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich melde mich nochmal zurück, wenn ich 100 Kilometer Vollgas gefahren bin. Das wird morgen sein. Ja, trotzdem haben wir wieder ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was geschraubt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht ist ja einer von euch noch dabei, der sagt, guckt sich das und das Teil an. Daher könnte es auch kommen. Und bis gleich. 150 Kilometer später. Wir sind bei unserem Termin angekommen und checken mal einmal, was öltechnisch so ging. Also wir sind losgefahren. Da war er so auf ein bisschen mehr als 3/4. Kann man es erkennen? Ja. Aber man kann an meinem Gesicht bestimmt erkennen, dass das eine sogenannte Nullnummer war. Auf 150 Kilometer sind hier definitiv, na, also 200-300 Milliliter sind definitiv weg. Das ist definitiv zu viel. Das heißt, der Deckeltausch hat rein gar nichts gebracht. Umso mehr freue ich mich jetzt auf eure Kommentare, was ihr so sagt. Woran kann es liegen? Woran kann es liegen? Woran kann es liegen? So, sorry. Und ich bin gespannt, was ihr so an Lösungsvorschlägen habt, außer natürlich den ganzen Motor revidieren. Das wird im Zweifelsfall der letzte Step sein. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.